Jo, zwar nicht Okay. besonders gut, aber. Ja, dann hast du aber dir festgehalten und merkst, wie du den Halt verlierst und ins Wasser fällt. Gemeinsam mit Abelmir, das Boot treibt weiter. Ich glaube, das war der Plan. Das müsst ihr jetzt aber in Richtung Ufer treiben, oder? Normalerweise. Nein, ihr seid mit dem Seil immer noch an der gleichen Stelle. Wie gesagt, Isarun hängt an dir. Du merkst jetzt, wie deine Robe sich mit Wasser füllt. Du kannst natürlich jetzt mit deinem Seil das Ganze verkürzen und euch ranziehen. Aber erstmal merkst du, wie du von dem kalten Nass ergriffen wirst und guckst dich ein bisschen verdattert um. Das Floß ist viel zu schwer und Yalan und Rafim treiben auf dem alleine gemeinsam mit Avianda jetzt weiter in Richtung Süden. Ich hatte es anders verstanden. Wir sitzen auf diesem Boot fest. Der Stamm ist am Ufer. Wir schlingen das Seil am Ufer und das Boot oder das Floß macht so eine seitliche Bewegung zum Flussufer hin. So hatte ich es mir vorgestellt. Genau, Ja, nur du ist hast das. deinen Stab, dein Seil in der Hand, um dein Handgelenk geschwungen und dementsprechend wirst du jetzt einfach, nachdem das Boot weitergleitet, wirst du von dem Boot runtergehoben. Aha. Gleitet einfach unter dir weg und du plops ins Wasser. Gemeinsam mit Isarun, die dich festhält. Aber, jetzt haben wir ja Platz auf dem Boot. Ich kann mich ja wieder dahin bewegen, worauf ihm nicht ist. Ja, Und dann kannst können dann wir weiter natürlich auch rudern. wechseln. Kannst dann so ein bisschen holprig über das Boot wechseln. Ja, also bewegen kannst du dich so oder so. Das hättest du auch vorher schon gekonnt. Dann hast du den Spaten, aber gut. Es war eben schon schwierig genug, mit 4 Leuten zu rudern. Jetzt seid ihr nur noch zwei. Ja, die 4 Leute haben ja eh nichts gemacht. Drei. Also der Fluss wendet sich ja. Treiben wir denn gerade auf eine Wendung zu, die sich uns nähert? Weil ich würde jetzt gleich einfach abspringen, wenn ich das nächste Mal eine günstige Gelegenheit Ihr sehe. bleibt weiterhin auf den 1,5 Metern, weil die 1,5, 2 Metern, weil die Strömung wird sich ja auch bei Wendungen um diese Wendung herum dann strömen. Ja, ich dachte nur, das Boot wäre so schwer, dass es praktisch aufgetrieben wird. Verstehst du, was ich Nee, nee, meine? nee, nee, nee. Also Okay. bleibt halt weiterhin auf dem Abstand, auf dem du damals abgetreten hattest. Wir versuchen das jetzt nochmal. Rafim, nochmal und an! Ja, du kennst die Probe, plus 10 und Ja, plus ich kenne die 6. Probe, Und aber die von sieht. dieser Runde Oh. bekomme ich bitte eine Schwimmprobe. Kann sie Sie nicht mal. ist Kann. schwert um. Gar Ja, nichts? noch bist du nicht wirklich im Wasser, sondern hältst dich erstmal nur an Kann sie Abelmir nicht. fest. Kann sie nicht an mir hochklettern? Am Du kannst Seil? auch an ihm hochklettern. Dann bekomme ich aber bitte eine Akrobatikprobe, die auch nochmal um 5 erschwert ist. Also nicht Athletik, sondern Akrobatik. Oh nee, Oder das muss ich ableiten. du musst halt schwimmen. Oder klettern. Geht nicht auch? Klettern, nee, das ist akrobatisch. Auf was leitet man denn Akrobatik nochmal ab? War Tatsächlich das Athletik? Körperbeherrschung. Alles leitet sich auf Athletik ab, glaube ich. Auf Körperbeherrschung. Ich glaube euch jetzt nicht, ich guck selber nach. Gut, dann Danke für gucken wir dein uns weiterhin Vertrauen. an. Ja, Rafim, du bist sogar gerade ein bisschen versucht, ja, dann auch diese Starkstange über den Kopf zu ziehen, weil ihr dreht euch halt einfach weiterhin. Jetzt gerade stehst du vorne und Jalan steht wieder ganz hinten und die Pinne ist irgendwie auf der Seite verrutscht. Also dass das über. Ja. Ihr dreht euch weiterhin. Bäume, die Ja, an euch entlang ich drehe mich zu rasen. den anderen beiden um. Das hat Abelmir, keinen Zweck. Wir Isarun, müssen runter. du kannst sie hören, wie sie dann irgendwie leiser und leiser werden und ihr weiter auf Romulus zutreibt. Ich würde das nächste Mal, wenn das Boot irgendwie nur so einen Meter vom Rand entfernt ist, einfach abspringen. Auf eine gute Gelegenheit warten und mich dann einfach auf dem Sandboden da werfen. Ja, das ist jetzt der Plan. Gut. Beherrschung misslungen. Du wolltest ableiten. Ja, plus 5 wäre das gewesen, ja. Und die hat es dann reingeritten. Ja, aber die Akrobatik war ja auch nochmal eine plus 5. Also, ja, du versuchst so ein bisschen an Abelmir dich hochzuziehen. Du merkst wohl, wie deine Reiserobe schwerer und schwerer wird. Das kalte Wasser, das dich nach unten ziehst. Du spürst wohl, wie ein paar Hände nach dir packen und irgendwas Graues dich nach unten zieht. Dann stürzt du ins Wasser und ja, wirst von Abelmir abgetrieben. Isarun! Na toll, also ich versuche ans Ufer zu paddeln. Schwimmprobe. Möchtest du sie erschweren? Nein, danke. Sie ist nur plus 4. Geht ja sogar noch. Geschafft. Okay, nee, dann nicht. Gut. Ja, du merkst, wie du dem Boot hinterher treibst und paddelst, aber diese grauen Hände, die dich weiterhin nach unten ziehen, die dich weiter in die Mitte ziehen und du hoffnungslos irgendwann ertrinken wirst.
Dann springen Rafim und Jalan vom Floß ab. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, wackelig, aber aus dem Standsprung, also die 2 Meter werdet ihr natürlich hinbekommen und könnt dann zusehen, wie Aviander weiter auf dem Floß sitzen bleibt und euch so ein bisschen verwirrt. Spring! Aviander springt! Ja, nach ungefähr 10 Metern, die sie dann weitergetrieben ist, wird sie dann auch abspringen und die Pinne mitnehmen und ebenso vom Boot abspringen. Dem Fässern und dem Gartenzaun noch etwas hinterher gucken. Abelmir, du kannst dich nach oben ziehen. Geht das mit dem Seil automatisch oder musst du da auch eine Probe machen? Ich muss drüber klettern. Dann kannst du dich da zusammenziehen. Eine Kletternprobe. Einfach erstmal, um weiter festzuhalten. Gut, du hast natürlich auch angebunden. Das ist ja auch gut weh im Handgelenk. Aber kriegst du nicht eine Erleichterung, weil du mit Seil kletterst? Ich hab's geschafft, klettern. Ja, irgendwo hinter dir kannst du Iserun japsen hören und stehst dann an diesem Baum. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Du kannst sehen, wie wohl auch Jalan und Rafim 20, 30, 40, 100 Meter im Süden von dir stehen und da gerade an Land gesprungen sind. Ja, ich hangel mich an diesem dickeren Ast wahrscheinlich Richtung Baumstamm und probiere an diesem herunter zu gelangen. Iserun, schwimm plus 5. Ach weh. 10 per Iserun gerade an uns vorbeitreiben? Noch nicht, also sie kommt jetzt gleich, ja. Das ist doch gar kein so schlechter Wurf. Ich lege mein Kettenhemd ab, also ich zieh's mir mal im Kopf und werf's neben irgendwie in den Dreck. Pro Kampfrunde muss eine Schwimmprobe gelingen, die von Runde zu Runde 1 schwieriger wird. In der ersten Kampfrunde also unmodifiziert, dann plus 1, plus 2. Gelingt die Probe, so erleidet der Held nur einen Verlust von einem AOP, misslingt sie 1W6 AOP. Das sind jetzt schon die zweite, das heißt, du bekommst 2-mal den Verlust von Ausdauerpunkten. Wenn deine Ausdauer auf 0 sinkt, dann wirst du ertrinken. Wir machen nochmal 2 Proben, eine plus 6 und eine plus 7. Und wenn du die nicht schaffst, dann treibst du auf Jalan zu, beziehungsweise auf Rafim. Würfel ist halt gar nicht schlecht. Ja, aber... So, nee. Warte mal, jetzt muss ich nochmal meinen ganzen Ausdauerquark. Noch 2 Stück. So, jetzt muss ich das Ganze... Warte, ich lass mich doch mal animieren hier, Junge. Sind ja nur 7 Punkte und dann nochmal oben 8. Ja, japsend. Sieht Jana denn, also Jana sieht gerade sein Kettenhemd aus und sieht so aus, als würde er ins Wasser springen, richtig? Das, so sieht's aus, ja. Okay, ja, dann lass ich dich jetzt mal vorspringen, nicht, dass an einer von uns gleich absäuft, dann ist nämlich nichts besser geworden. Ja, also du, Rafim, du überlegst gerade, wenn du in einen guten Dauerlauf verfällst, also das ist kein Sprint, aber ein richtig guter Dauerlauf, dann kannst du auf alle Fälle mithalten, sollte Jalan eben auch nicht schwimmen können. Ja, ich gucke Mira auf meinem Rucksack an. Nochmal ein Küsschen auf die Nase. Dann wird der Rucksack Aviander in die Hand gedrückt. Pass auf den Bären auf! Und dann sprinte ich den hinterher. Hot. Ja, Iserun, du gehst kurz in Gedanken dein Transversalis und die Matrix durch. Bemerkst dann allerdings auch, dass deine Nase so ein bisschen blutet, allein durch das Konzentrieren. Und du das Libros-Tor nicht öffnen kannst oder willst. Wie viel Ausdauer hast du noch? 14. 14. Eine nächste Schwimmprobe plus 8. Jalan, du darfst springen. Gib mir da mal eine Athletikprobe. Ich würde sagen, Sprung wäre Athletik. Genau, Athletik. Also jetzt geht's also die 2 Meter wieder zurück zu ihr, das ist nicht das Problem, aber es muss natürlich irgendwie gezielt sein. Das sieht wie gut aus. Im Schwimmunterricht. Wie Keras mir das gezeigt hat. Und rein. Von Iserun die nächste Schwimmprobe plus 8. Und von Jalan die erste Schwimmprobe plus 4. Mhm. Gelungen. Ich will nicht mehr. Ausdauerverlust. Ja. Ja, Jalan, du tauchst neben ihr in die kalte Flut ein und kannst sie auf alle Fälle erstmal greifen. Sie selbst ist allerdings eher wie so ein Hund unterwegs. Ja gut, in den Sümpfen konnte man vielleicht das Schwimmen so ein bisschen üben, aber da, wo sie herkommt, sie wird da nicht wirklich helfen können.
Damit habe ich gerechnet, aber ich habe ja vom Besten gelernt. Okay, was? Bemühe mich dann wieder dahin zu kommen, wo ich hergekommen bin, mit ja einer Hand und zwei Bäumen. Gut. Möchtest du Isarun also helfen? Idealerweise will ich sie ziehen und nicht helfen, aber ja. Ja, dann übernimmst du mal bitte die plus 9 von ihr und wir verzichten auf Isarun Schwimmprobe. Okay, versuchen wir das. Es kann gehen. Versuchen wir das erstmal. Oh, shit. Fuck. Stabil eröffnet an der Stelle. Er greift den Mund. Ich hab keinen Chip mehr. Wir sind so doppelt gespannt. Könnte Isa. Ja. Ich möchte ihm meinen Chippy. Die SE, es ist nicht wert. Ich wollte gerade sagen. Okay, in diesem Falle tun wir es nochmal, patzen wir nochmal und mein Testament ist geschrieben. Oh, wow. Von der Doppel 20 weg. Ja, gut. Du kommst auf alle Fälle einen Meter weiter. Isarun bekommt wieder so ein bisschen Luft, allerdings drückst du dann Yalan auch runter. Yalan, du verlierst 1-6 Ausdauerpunkte. Isarun kann sich dir allerdings sparen. Ein Meter habt ihr noch. Du siehst, wie Rafim neben dir herläuft. Den Rucksack hat er wohl weggeschmissen. Keine Ahnung, wo Mira ist. Eine weitere Schwimmprobe, bitte plus 10. Rafim wird vermutlich auch sehen, dass Yalan sich gerade über seine Kräfte anstrengen muss. Misslungen. Ja, dann bekommt ihr beide den Ausdauerverlust. Nochmal ein W6. Endlich mal was anderes als nur eins. Keine Sorge, ich kann noch eine Reihe. Isarun wird ohnmächtig, Fragezeichen. Nein. Ich bin jetzt bei 8. 8 noch? So viel? Hast du letzte Runde... Nein, letzte Runde musste sie nicht. Da hast du den genommen. Gut, ja, dann geht's weiter mit einer Schwimmprobe plus 11. Kann ich mit meiner mit der stumpfen Seite versuchen, die einfach da raus zu hieven? Weil die sind ein Meter von mir weg, meine Bohrensichel hat mehr Reichweite. Ich würde die ziehen und die dann versuchen, mit der stumpfen Seite einfach rauszureißen. Du willst mir doch nur ein Schwert in die Hand drücken. Also, wenn ich dich dabei treffen würde, wäre das natürlich grundsätzlich ein guter Plan. Wenn ich das sehe, greife ich danach. Okay, ja, du machst mir trotzdem erstmal eine Schwimmprobe plus 11, dann... Ja, gucken wir uns das erstmal an. Oh, schade. Ja, dann bekommt ihr wieder einen Ausdauerverlust und dann kann Rafim mit einem... Ja, was würfeln wir da? Also ich hätte hier zwei Handwaffen im Angebot. Also ganz ehrlich, eine Stange hinhalten. Eine Stange hinhalten, okay, aber im Laufen, also er läuft neben euch, es ist wackelig, er muss den Steinen ausweichen. Er auch selbst bekommt dann irgendwelche Weidenstöckchen ins Gesicht geschlagen oder sowas. Ihr treibt irgendwie hin und her und müsst euch oben halten. Isarun taucht dich wieder unter. Du kannst versuchen, die Bohrensichel. Es ist ja nur der Stab, den er dir denn hinreicht und nicht dann das scharfe Ende. Aber ich gebe euch trotzdem mal dann den Schaden von der Bohrensichel, den ihr unter euch aufteilen könnt. Den nehme ich hin, aber es ist an dieser Stelle auch angemerkt, eine Klinge festzugreifen ist halt nichts. Nicht, dann machen wir den Stabschaden 1W6 plus 4 oder nee, 1W6 plus 2 mit TPKK von Rafim. Und dann könnt ihr dann machen. Würfel mal den Schaden aus und dann. 1W6 plus 2 hast du gesagt. Ich weiß nicht, was der. Sag ich dir gleich, oder? Oh, aber mir ist schon dran, okay. Einfach mal den W6 würfeln. Stab ist 11,5. Also 11, oh, wow. Also das ein ist Punkt. Ja scheiße. Ja. Danke. Ja, wer will die TP haben? Ich nehme alle. Mir ist egal, ich meine, ich bin auch wach. Ich glaube, Isarun hat vom Hetzampfer gefressen, also nehme ich alle. Ja, außerdem kriegst du dich auch nicht nur TP, du kriegst auch TP und Ausdauer immer gleichzeitig. Genau, also du bekommst auch einen neuen Ausdauerverlust. Ja genau, dann darfst du keine nehmen, sonst fällst du um. Ja, deswegen, ich nehme die alle. Und so, TP. Ich wollte gerade sagen, Isarun darf sie nicht nehmen, aber Yalan hat ja noch Ausdauer. Ja, richtig, aber Das sind auch 9 echte TP, ja? 9 echte TP gegen die Rüstung, aber du hast deine Rüstung ausgezogen. Ja, aber ich habe noch mein Unterzeug an. Das sind immer noch, lass mich reinsehen. 1? Ja, aus seinem Kopf. Ich würde den damit nicht an den Kopf hauen wollen, sagen wir es mal. Okay, Unterzeug fühlt sich natürlich auch nochmal doppelt so schwer an mit der Wolle, ne, also... Aber nimm die. Ich ziehe mir einfach mal. Also, ich. Sorry, nehme eine Rüstung an, ziehe mir 8 Lebenspunkte, hab nicht 28, hab dann noch 22. Was immer noch okay ist. Diese Runde hat noch 2 Ausdauerpunkte, ne? Was? Ich habe 5. Hallo? 5, okay. Ja, dann kommt ihr herangezogen durch die Strömung an, könnt euch erschöpft auf dem Gras. Fallen lassen, reinziehen. Diese Runde merkst, wie wohl die graue Hand dann von dir ablässt.
Das Lachen der Krähen um euch herum wird leiser. Ihr könnt sehen, wie das Boot abtreibt. Weiter in Richtung Süden. Höchstwahrscheinlich wird die Wache sowas sehen, wenn da so ein Gefährt dann vorbeitreibt. Muss man jetzt noch richtig deuten können. Aber diese Flussfahrt hat sich dann für euch erledigt. Ihr braucht irgendeine andere Lösung. Und nachdem ihr dann so ein bisschen zu Ruhe kommt, könnt ihr dann sehen, wie Abel mir auf euch zugejoggt kommt, gemeinsam. Aviander. Ich jogge erstmal Aviander entgegen und reiße hier meinen Rucksack wieder aus der Tasche. Ja, Mira, hast du den Graf genommen bei der Abel? Das ging ja gut. Ich schmeiß mich erstmal auf den Boden und spucke Wasser aus. Es scheint so, als hätte im ewigen Kampf zwischen Effert und Ingerim Effert gesiegt. Oh, ich schwöre euch was. Vielen Dank. Würde mich mal mit meinem Bären über euch stellen. Habt ihr diese Hände auch gespürt? Ich habe mal eine Frage. Warum sind wir nicht einfach in der Dunkelheit in Richtung Süden geschwommen oder getrieben und dann hinter der Mauer abgesprungen? Wir müssen doch gar nicht auf die andere Seite. Wir wollten auf die andere Seite, um den Kanaleingang, den Abelmeer vermutete, außerhalb der Stadt zu erkunden. Naja, und jetzt? Also, jetzt hat sich... Jetzt wissen wir, dass wir den Fluss so nicht überqueren können. Ich sehe auch nirgends, Alvide sehe ich jetzt auch nirgendwo. Die wäre ja, glaube ich, jetzt ganz hilfreich. Nun, jedenfalls, Abelmir, was genau habt ihr getan? Ich habe mich auf einen Baum gerettet. Na, seid ihr nicht in der Lage, aus dem Stand die 1 bis 2 Schritte zu springen? Warum? Ich glaube, er wollte eigentlich das Boot herumreißen und nicht auf den Baum springen. Ich dachte... wir wollten das Boot stoppen. Mit dem Momentum, dass das Boot herumschwenkt, aber nun ja, es ging wohl nicht so gut. Uns wieder ans Ufer zu ziehen mit Hilfe des Seils, aber... Hätte doch nur jemand vorher gesagt, dass das mit diesem Boot eine total bescheuerte Idee ist und dass wir das auf keinen Fall machen sollten. Ihr hattet recht. Ich hab's euch doch gesagt. Offensichtlich war mein Vertrauen in eure Handwerkskünste ein wenig übersteigert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ist gescheitert. Ja. Zunächst einmal sammeln wir wohl unsere Habseligkeiten auf und gehen zu den Bäuerinnen zu. Ja, richtig. Vielleicht würde es auch nicht schaden, wenn wir uns bis zum Einbruch der Dunkelheit ein wenig hinlegen und erholen. Ihr solltet wohl einen Tee aufsetzen und wir machen einen neuen Plan, sobald wir dort sind. Wir sollten vielleicht auch Wachen aufstellen. Ich weiß nicht, ob dieses Floß unbemerkt bleibt. Vermutlich nicht, aber es ist ein wenig Treibgut, das den Floß hinuntertreibt. Ein Treibgut mit vier Fässern darunter? Es sieht aus, als hätte irgendein Flüchtling versucht, ein Floß zusammen zu zimmern und über den Fluss zu kommen. Exakt. Oder habt ihr eure Initialen hineingestellt? Natürlich nicht. Oh. Seht ihr? Ich hätte das machen sollen, oder? Bestimmt, dann wären wir bestimmt rübergekommen. Vielleicht war Elfhard einfach von euch so erzürnt, dass ihr eure Initialen nicht im Boot verewigt habt. Gehen wir erst einmal. Mein erstes Flussgerät ist gesunken. Was für ein Rückschlag. Wenn Sanin das hört, werde ich ausgelacht. Da passt alles verloren. Das ist wirklich ein verfluchter Fluss. Habt ihr nicht diese Hände gespürt? Tut mir leid, dieser Ron, ich war zu sehr damit beschäftigt, dass wir beide nicht absaufen. Ja, ihr habt ja recht, aber da waren Hände, die haben nach mir gegriffen. Na, vergesst es. An diesem Märchen ist was dran vom grauen Mann? Definitiv. Also, ob es der graue Mann war, wahrscheinlich. Sollte Voltax innerhalb der nächsten Zeit wieder aus einem Berg herabsteigen, können wir ihn ja befragen. Vielleicht sind es auch irgendwelche Dämonen, ne? Von der Dämonenstadt da vorne. Möglichkeit besteht. So hoch den Fluss hinauf. Gehen wir. Ganz schön nass. Das war jedenfalls ein Reinfall. Also, ich bin froh, dass wir diesen Testlauf gemacht haben. Ein buchstäblicher, in eurem Fall. Reinfall meine ich. Ja, danke. Das habe ich verstanden. Ihr geht jetzt also die, 2 Kilometer sind es jetzt nicht mehr. Geht jetzt die. Wird das jetzt noch sein? Vielleicht 400 Meter oder sowas. Ihr könnt das Bauernhaus auch schon vor euch sehen. Geht ihr wieder zurück? Nee, erstmal sammeln wir unser Gepäck. Ja, klar, gut. Und dann geht's zum Bauernhaus zurück, das ist richtig. Okay. Also, wir müssen im Grunde die Strecke 2,5 Mal laufen. Ja.
wenn ihr alles wieder einsammeln wollt, dann seid ihr ein bisschen erstmal auf der Reise. Es ist immer noch, ja, wie spät wird jetzt sein? Wahrscheinlich 19, wenn ihr 2-4 Kilometer gelaufen seid. Also wir sagen einfach mal, es ist 20 Uhr und wenn ihr wieder ankommt, dann ist die Dämmerung auf alle Fälle schon im Beginnen. Dann ist es 20 Uhr. Ihr erreicht den kleinen Bauernhof von Leta Toberin und ihrer Freundin Charine Strählmacher. Was wollt ihr tun? Erstmal meine durchnässtes Unterzeug. Ausgezogen habe ich es auf der Reise schon. Über den erstbesten Zaun hängen, den ich in einem Innenhof verborgen lasse, damit man nicht gleich von der Straße aus sehen kann. Meine Kameraden anblicken. Nun, der nächste Plan muss sitzen. Isarun, warum setzt ihr nicht schon mal einen Tee auf? Aber Mirafim, die Konstruktion war solide. Warum seht ihr nicht, ob ihr irgendwie eine Sturmleiter zusammenzimmern könnt, mit der wir die Mauer überwinden? Das wäre möglich. Wie wollt ihr die Wachen ausschalten? Nun, wie wir festgestellt haben, patrouillieren die Wachen nur alle. Was? 5 bis 10 Minuten vielleicht? In der Zeit können 1-2 Mann ohne große Probleme die Mauer überwinden. Und wie wollt ihr die Sturmleiter dann entfernen? Die unten sind, entfernen die Leiter. Klettern dann bei dem nächsten Intervall herüber. Und beim letzten Intervall? Nehmen wir sie notfalls mit. Klettern auf der anderen Seite wieder herab. Ihr wisst schon, dass wenn man einer Sturmleiter einen Wehrgang hinaufzieht, dass sie sehr groß ist und auffällig ist? Dann werfen wir sie um und lassen sie im Graben versinken. Die Sturmleiter aus Holz? Und? Das glaube ich nicht, dass das außerdem macht das sehr viel Lärm, eine Sturmleiter umzuwerfen. Aber mir. Ja. Wir haben gerade festgestellt, dass wir den Fluss nicht überqueren können und dass wir in ihm auch nicht schwimmen oder flößen können. Habt ihr einen anderen Plan? Ja. Wir befestigen dieses Seil aus meinem Stab, ebenso Isaruns, an der Zinne und ziehen uns das Seil hinauf. In der Hoffnung, dass euer magisches Seil in Anwesenheit so viel dämonischer Essenz kein Eigenleben entwickelt, ja? Es hat eben auch kein Eigenleben entwickelt. Leben waren wir sehr weit von der Stadt entfernt. Warum sollte es plötzlich ein Eigenleben entwickeln? Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil es natürlich das erste magische Artefakt wäre, das durch dämonische Verschmutzung unerwartete Effekte erzeugt. Ja, Abelmir? Ich sehe keinen persönlichen Grund, warum dieses Seil jetzt plötzlich sich wieder morsig verhalten sollte. Magistrat, teilt ihr diese Einschätzung? Die teile ich in der Tat, natürlich. Es ist ein an die Person gebundenes Artefakt und ich will nicht leugnen, dass es vielleicht nach jahrelangem Aufenthalt in dämonischer Gesellschaft sich vielleicht verändern könnte, aber nein, das denke ich nicht, dass das unerwartete Effekte hervorrufen wird. Der Kollege vergisst jedoch, dass ich nicht über ein solches Seil verfüge. Oh, dann müsst ihr meins benutzen. Ja, so sieht es wohl aus. Also an dieser Mauer werden wir doch noch hinaufbekommen. Zur Not könnte ich mit etwas Zauber nachhelfen, aber ich fürchte, dafür sollte ich erst einmal schlafen. Dann will ich mich an dieser Stelle als belehrt ansehen. Mir macht die Sache trotzdem Bauchschmerzen, aber ich gebe zu, dass die praktischen Überlegungen des Abelmir Richtigkeit haben. Danke. Nun, wann wollen wir diese Kommandoaktion starten? Wir werden die Nacht zur Ruhe benutzen und gerade damit die Magistra ihre Kräfte wiederholen kann. Am morgigen Tag ebenso. Und dann werden wir morgen nach Anbruch der Dunkelheit wohl zur Tat schreiten. Wie gehen wir dann weiter vor, wenn wir innerhalb von Neu-Romelisse sind? Sobald die Mauer überquert ist, wo es verlockend klingt, sollten wir wohl nicht die Wachen abstechen. Können wir entweder versuchen, uns zu dieser Stellmacherei durchzuschlagen und uns weiter in die Stadt zu begeben? Oder, Rafim, ich nehme an,
Ihr würdet viel lieber die Sonne erstmal alle abstechen. Ist auf der Neu-Romliser Seite nicht eine Werft? Ja, sollte man dort... wüsste, bestimmt möglich. Wieso? Weil wir uns so gut beim Boote fahren oder Schippern angestellt haben heute. Nun ja, ein Boot ist etwas stabiler und lässt sich besser steuern. Ihr habt nicht diese Hände gespürt. In einem richtigen da ist auf Fluss, jeden Fall etwas in diesem Fluss. In einem richtigen Flusskahn bin ich mir sicher, könnten wir bessere Ergebnisse erzielen. Aber es gibt doch diesen komischen Tunnel, warum sollten wir den Tunnel denn nicht nutzen? Richtig, ich bin auf jeden Fall für den Tunnel, weil so ein Boot, natürlich wird man es sehen. Ist ein valider Anfang da bei mir. Ich denke nicht, dass wir, sobald wir drin sind, noch einen Grund haben. Nun gut, behalten wir das als Plan B in der Hinterhand. Die Frage ist nur, wo kommt dieser Tunnel raus? Weiß das jemand? Das wissen wir nicht. Wir könnten alternativ uns natürlich versuchen, der Kettenfähre zu bemächtigen und dann entlang der Stadtmauer uns nach Norden Ich denke, diese Kettenfähre wird sehr gut bewacht werden. Denn vor allen Dingen wird sie vermutlich von beiden Flussseiten bewacht. Das wird unser Problem sein. Wir können vermutlich eine Seite problemlos ausschalten, aber die andere schlägt in der Zeit Alarm. Ich denke, bei dieser Mission sollten wir es so sehr es mich auch schmerzt, uns der fächsischen Tugenden bemühen. Dieser verlagern wir uns also auf den Tunnel, ja? Ich entdecke neue Tugenden in euch. Wirklich? Weiter jetzt so. Erst. Weiter so. Damit steht der Plan fest. Ruht euch alle aus, trefft eure Vorbereitungen. Bitte die Götter um ihren Segen, wir werden ihn wohl brauchen. Gut, stellt ihr Wachen auf? Aber natürlich. Ja. Sicher. Dann sagt mir mal, in welcher Reihenfolge ihr nächtigen wollt. Beziehungsweise wie lang die Wachen sind und was ihr während den Wachen so tut. Ich werde die dritte übernehmen, denke ich. Das heißt, alleine? Jaros ist gerade sehr still, ihr wisst nicht genau, woran das liegt. Vielleicht an seinen Verletzungen. Ja, Litten hat aber Aviander, würde euch zur Verfügung stehen. Hier sind fünf Leute, ich schlage vor, die erste hält alleine, die zweite und die dritte jeweils zu zweit. Sicher, warum nicht?